Was geht ab? Was geht down, Leute? Ja, herzlich willkommen. Wir haben was Neues freigeschaltet in Inariel, und zwar das Wolkenreich ist heute geöffnet. Und ich wollte mal mit euch das mir angucken. Ich habe das selber auch noch nicht überhaupt gemacht, in der Beta auch nicht. Anscheinend kann man hier zwischen zwei Säulen wählen, wenn ich das richtig sehe. Wir gehen mal rein in die erste Säule. Komm. Zwischensequenzen wollen wir nicht, das ist uns zu viel. Man kann hier nur bestimmte Typen benutzen. Nur Nahkampfhelden dürfen teilnehmen. Ihr Schaden wird um 30% erhöht. Okay. Das heißt, wir können nur Nahkämpfer benutzen. Wir gucken mal, wir nehmen erstmal den Chip rein, meinen besten. Dann gehen wir mal alle Nahkämpfer. Ach, guck mal, hier stehen hinten auch schon direkt Gegner. Okay. Und deswegen ist das mit Nahkämpfern auch. Ich denke, ich werde den Henry mitnehmen. Don't blame me. Aber ich glaube, Henry ist einfach besser als meine Low-Evo-Typen hier. Ah, vielleicht ist der besser. Warum hat der denn keinen Daumen nach oben, obwohl der Nahkämpfer ist? Ich teste erstmal Henry. Der hat irgendwie einen Daumen nach oben. Mal gucken, was der hier taugt. Ah, die erste Stufe sind. Ich habe doch Zwischensequenzen überspringen ausgemacht. Warum ist das denn nicht automatisch aus? Der erste Fight war auf jeden Fall schon mal relativ easy. Man sieht auch, die Gegner sind noch nicht so stark am Anfang. Wir machen das erstmal hier alles schön auf automatisch. Wir beobachten mal, ob wenn wir Leben verlieren, ob das dann so bleibt, dass die Leben verloren haben oder ob die sich regenerieren. Die Belohnungen, die wir hier pro Kampf kriegen, sind eigentlich cool. Ich glaube, es gibt 15 Kämpfe, kann man am Tag machen. Und das lädt sich jeden Tag wieder auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir den Text so ein bisschen durchgelesen. Ah, hier sieht man auch, dass man AFK was bekommt, plus 4 von diesen Dingern. Diese Splitter entstand während der Geburt der heiligen Kristalle und hat eine schwache Spur der Weltbaumenergie. Seine Seltenheit und magische Kraft sind jedoch weit geringer als die der heiligen Kristalle. Er kann verwendet werden, um die heilige Kristallmatrix zu aktivieren. Er sieht aus wie ein unregelmäßig geformtes Erz. Okay, das gucken wir uns gleich auch mal an, wie das funktioniert. Ja, Medaillen sammelt jemand hier anscheinend. Hier eine Medaille pro Phase, so wie ich das sehe. Wir gehen mal die Phasen einfach durch heute und gucken uns das Ganze mal an, wie sich das auswirkt, was man hier dann macht. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass man Buffs hier freischaltet, aber die Buffs zählen wohl auch nur in diesen Bereich, also nicht überall im Spiel. Bis jetzt muss ich sagen, der Henry macht sich gut. Wir können jetzt mal gucken. Der hat ein bisschen Leben verloren, der Henry. Mal gucken, ob er jetzt in der nächsten Phase mehr Leben hat. Oh, hier kriegen wir schon Erze. Und zwei Medaillen. Also es ist nicht immer, dass man nur eine Medaille bekommt. Wir gucken mal. Ich glaube, er hat wieder volles Leben. Also ist das egal, ob die ein bisschen Leben verlieren. Die regenerieren sich pro Kampf wieder. Oh, hier waren zwei Monsterwellen. Okay. Ja, der regeneriert sich wieder. Okay, das ist schon mal gut zu wissen auf jeden Fall. Wer Eternal Evolution gespielt hat, der weiß ja, dass das beim Twilight Lands ein bisschen anders war. Wenn man Leben verloren hat, dann ist das Leben weggeblieben. Hier regeneriert sich das wieder. Das ist schon mal cool. Da muss man nicht immer jeden Kampf achten, man zu viel Leben verliert oder sowas in die Richtung. Okay, die ersten Kämpfe scheinen relativ einfach zu sein, auch hier mit den Rare-Helden geht das hier richtig gut durch. Da muss man sich, glaube ich, in den ersten Kämpfen erstmal keine Sorgen machen. Grundsätzlich stellen sich ja häufig die Teams momentan noch von alleine auf, da man ja auch noch nicht die große Auswahl an Helden hat momentan, sag ich mal. Bald kommt aber Woche 3. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Limited-Tickets gespart für Woche 3. Da kommt auf jeden Fall Benson, der soll sehr stark sein. Und ich hoffe, dass auch irgendwas wie ein Double-Ship-Event kommt. Das wäre echt cool. Das gab es nämlich in Woche 3 bei Eternal Evolution. Wenn es hier auch ein Double-Ship-Event geben würde, das wäre schon juicer. Mal schauen, was da kommt. Ja, wir haben gleich die 15 Phasen hier fertig. Und dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können wir auch noch diesen anderen Turm machen. 15 Mal. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wir gucken uns das gleich an.
sieht erstmal alles noch gut aus. Langsam werden die Gegner ein bisschen schwerer. Man merkt, dass man mehr Leben verliert auf jeden Fall. Langsam verliert der Henry schon ein bisschen mehr Leben. Vielleicht bald. Jetzt hier Phase 15 Donnerbefehlshaber. Ist das jetzt ein Boss so gesehen, glaube ich. Oh! Ah, wow! Der gibt 30 von den Eiern? Geil, das ist ja geil. Ich hoffe, ich schaffe den. Da brauche ich nur noch 30. Dann, wenn wir vielleicht den anderen Boss schaffen, dann kriege ich einen so ein SR-Ei. Geil. Mann, wir haben genug Kristallsplitter erhalten. Lass uns die Matrix verbessern. Okay. Aufstieg. Schadensverstärkung aller Helden 8%. Kannst nicht nur Säulenphase absolvieren, sondern auch eine beträchtliche Menge an Kristallsplittern erhalten. Während du nicht aktiv bist, einsammeln. Aha, jetzt haben wir hier Schadensverstärkung für alle Helden. Jetzt ist das so wie so ein Skillbaum. Aha, okay, wir gucken mal. AFK-Rate der Talentpunkte erreicht. Sekunden nach Kampf allen einen prozentuellen Turbo-Bonus. Wird bei Kampf gegen den Helden in der ersten Reihe ein Schild. Okay. AFK-Rate der Talentpunkte? Was sind denn die Talentpunkte? Weiß jemand, was die Talentpunkte sind? Gucken wir mal, dass wir jetzt hier uns diese Eier auf jeden Fall besorgen. Eier! Wir brauchen Eier! Ah, die holen wir uns, die Eier. Dann holen wir uns nochmal die Eier und dann kann ich mir diesen Heildrachen holen. Der fehlt mir noch. Den hatte ich nämlich ausnahmsweise nicht genau, Den hätte ich gerne genommen. So, wir haben das jetzt hier fertig. Jetzt können wir hier, glaube ich, nichts mehr machen. Das kostet nur 2000, die anderen kosten 4000. Da muss ich mal gucken, was da am meisten Sinn macht. Ich möchte erstmal wissen, was die AFK-Rate ist. Ja, wir können jetzt die Säule der grauen Sonne noch machen. Da können wir auch hoffentlich noch 30 SR-Eier finden. Das wär sick. Was ist das denn hier? Explosiver Würfel. Seid ihr zuerst im Würfel, um den Kampf zu erleichtern. Okay. Was kann man hier einsetzen? Schaden von Einzelziel-Fernkampfhelden. Okay. Einzelziel machen wir mal. Bam. So, dann machen wir hier. Habe ich denn Einzelziel-Fernkampfschiff? Nein, habe ich nicht. Dann nehmen wir den Chip. Mein Standard-Chip. Ich habe noch nicht so viele Chips irgendwie. Hier, wir nehmen die empfohlenen Helden, würde ich sagen. So. Obwohl. Das kann ich nicht machen. Mein Ding jetzt ist einfach zu stark. Meine Veska. Als dass ich den jetzt hier draußen lassen kann. Ach, wir können 5 Helden. Ja, dann können wir doch noch gerade mitnehmen. Wir gucken mal erstmal. Die ersten Level sollten ja eh easy sein. Genau. Okay, das ist. Also, man merkt auch schon in dem Spiel, dass es irgendwie so ist, dass man ein sehr großes Spektrum, sag ich mal, an Helden einfach hochleveln muss. Ja, um einfach das Schild des Flächen, während er sich auflädt, kann man seine Verstärkung unterbrechen und ihm Schindel zu finden. Okay. Ja, er war schwindelig anscheinend. Ne, man braucht ganz viele verschiedene Helden für all die unterschiedlichen Bereiche irgendwie, ist mir aufgefallen. Leute, ich kann euch auch nochmal zeigen, ganz kurz, was vorhin passiert ist bei mir. Ich zeige euch das einmal ganz kurz hier. Das ist bei mir vorhin passiert, Leute. Ich habe einfach 10 Puls gemacht und habe 3 goldene bekommen. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ich hatte noch nicht einmal, dass überhaupt 2 goldene gekommen sind. Und bei mir sind einfach auf einmal 3 gekommen. Und ich dachte, ich bin der glücklichste Mensch of the Universe. Aber ich will auch mal bei wichtigen Dingen da Glück haben. Stell mal vor, das passiert dir bei einem 10er Limited Pool. Digga, direkt komplette Eskalation, oder? Das wär's ja wohl. Ja, properly never gonna happen. Achso, ich muss ja auch die Ultimates mal einsetzen hier, würde ich mal sagen. Ich habe die ganze Zeit Ultimates auf aus. Was denn jetzt? Jetzt muss ich auf einmal einsetzen, Nahkampfhelden einsetzen. Okay.
Das hat sich jetzt hier einfach gerade verändert. Falsch. So. Weird. Dass ich das jetzt einfach mitten im Ding jetzt. Ich dachte, das bleibt für alle die ganze Zeit immer gleich hier bei den Phasen, dass man dann nichts ändern muss. Weil sich bei dem anderen Turm hat sich ja nichts geändert. Aber hier switcht das anscheinend zwischen Nahkampf und Fernkampf? Oder ich verstehe nicht. Hatten wir nicht beim anderen schon Nahkampf? Ich verstehe es jetzt nicht ganz, warum sich das geswitcht hat. Wenn ein Schild des verfluchten Geistes zerbricht, während er sich auflädt, kann man seinen Seelenfeuer unterbrechen und ihm Schwindel zufügen. Okay. Ja, das ist hier irgendwie auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass man gewisse Helden zuerst irgendwie rausnimmt. Also gewisse Gegnerhelden. Ich hatte gerade 25 von den Medaillen, die komische Medaillen da, die ich noch nie bekommen habe, gesehen. Gucken, was das ist. Diese Heldenmedaillen oder wie die heißen. Kriegen wir die nochmal jetzt? Nee. Okay, interessant. Also hier bekommen wir jetzt anscheinend auch mal neue Sachen, die wir vorher noch nicht bekommen haben. Die ersten 15 Phasen, die sollten eigentlich so viele schon schaffen, eigentlich jeder schaffen, denke ich mal, wenn er das freigeschaltet hat. Das sieht erstmal noch nicht so complicated aus. Ich habe schon gerade gesehen, da bei der Belohnung oben rechts, dass ich das SR-Ei 30 wahrscheinlich nochmal bekomme. Dann machen wir gleich das SR-Ei auf jeden Fall auf, da werde ich mir den Heildrachen nehmen. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Schriftrollen bekommen. Dann können wir auch noch Schriftrollen aufmachen. Ach, Mann. Ich meine, Schriftrollen vorhin verschwendet eigentlich, aber egal. Ich muss jetzt erstmal sparen, um mir diese 10 Limited Schriftrollen kaufen zu können. Das kostet doch irgendwie 5000 irgendwas, ne? Oh, eine dunkle Estelle. Jawohl, hier sind sie. Die Eier, kommt her. Ich brauche die Eier. Wahrscheinlich vorher offiziell der dunkle Farbe fügt den Einheiten in der Nähe zusätzlichen Schaden zu. Aha, vermeide Einsatz von Nahkampfhelden. Hä? Ach, das hat sich jetzt einfach schon umgestellt, mein Team. Ach so, weil ich wollte gerade sagen, ich hatte doch vorhin Nahkampfhelden drin. Okay, das ist dann quasi gespeichert. Das ist gut, das finde ich gut. Oh, die hat sogar schon mal einen getötet von mir, aber fast schaffen wir. Schaffen wir. 30 Eier sind da, sehr geil. Kristallmatrix. Guck mal, wir können das jetzt nur machen, dann mache ich das einfach. Ich will wissen, was die AFK-Rate der Talente ist. Guck mal, dann schalten wir hier auf was Neues frei. Erhöht Energieration aller Helden um 30%. Rüstung aller Helden 30%. Erhöht die kritische Trefferchance aller Helden um 30%. Boah, das ist heftig. 8000 kostet das. Okay. Ansonsten ist jetzt hier nichts anderes erstmal, ne? Kunde. So, dann pullen wir erstmal unser. Da die Eier hier. Die Medaille hatten wir bekommen. Beweis für Mut und Ruhm. Es heißt, dass sein Besitzkrieger durch seinen Ruf anziehen kann. Kann in Heldenshop gegen SSR-Helden eingelöst werden. SSR-Shop, Heldenshop hier wahrscheinlich. Da brauchen wir aber 200, okay? 50 haben wir erst. Wir könnten dann hier Erze auch holen, okay? Kauflimit 2 und die können dann einmal. Ah, okay. Na gut, dann holen wir jetzt das Ei. Da werde ich jetzt. Ich habe die anderen beiden schon. Ich werde mir jetzt den Heildrachen hier nehmen. Ja. Dann habe ich alle drei Drachen da schon mal. Das ist schon mal nice. Ah, warte mal. Ich muss das 60 Mal einsetzen, okay. Ah, ja, dann machen wir das 59 Mal. Was ist ein Schwachsinn? Warum hat er nicht alles auf einmal gemacht? So. Was ist denn hier? Ja, verwenden, ja. Okay, Monika ist auch am Start. Willkommen, Monika, du Kleine. So. Da haben wir 10 haben wir bekommen hier von den hellen Rekrutierer. Können wir auch mal kurz machen. Why not? Nichts dabei, war klar, weil ich hatte ja auch beim anderen gerade 3 bekommen. Hätte mich jetzt gewundert. Kann den schnell wickeln.
So. Ja. Und Drachenreich kann ich jetzt Monika natürlich noch ein bisschen hier hochmachen. Das boostet mich wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen. Auf Level 5 schon mal. Aber fehlt noch 100. Dann müssen wir einmal schnell hier vielleicht noch irgendwas am Futter bekommen. Dann kriegen wir noch ein Level hoch von ihr. Jawohl. Können wir noch ein Level schnell hoch machen. Level 6. Nice. Super, dann haben wir jetzt 6 Drachen. Ich habe die SSR-Drachen noch gar nicht. ja, Leute, das war jetzt erstmal der erste Eindruck für dieses Wolkenreich. So heißt das ja, glaube ich, ne? Ja. Falls es schwerer wird, werde ich nochmal ein Video machen, welche Teams ich benutze und so weiter. Aber lasst das erstmal jetzt so stehen. War ein relativ langes Video. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins. Ja, der weiteren Inari Legend Videos. In dem Sinne, Peace. Euer Resign 1.